Hallo und willkommen zu meinem ersten Zelda Speedrun. Nur die Dungeons als Kind und dass man die Ocarina auf Zeit kriegt und dann ist der Run vorbei und schauen wir, wie schnell wir sein werden. Also ich habe davor schon einen Ausbildern-Run, aber der zählt nicht, weil ich schlecht bin. Thank you.
Yes, ich wollte nicht mit denen reden. Erstes. Unpackbar. Schaffe ich nie. So schlecht. Du Hurenspinne! Was war das? Thank you.
Gibt's nicht. Fick dich! Boah.
Muss ich meine Splits erklären? Wahrscheinlich schon. Also ich habe, also ja, die Route wird wahrscheinlich von jedem Speedrunner gleich sein, aber es gibt ja viele Tricks und Kniffe, wie das schneller geht alles. Aber ich kenne mich da nicht aus. Ich mache das so, wie ich glaube. Und das sollte passen.
Molto solo. No. Tempo vas. Ich hab gar nicht gewusst, dass man sich beeilt, dass man die Eule da noch sieht. Also ich hoffe, dass ich eine Stunde aufnehmen kann. So, jetzt haben wir uns das Ei. Die Lianen gehen mir so am Arsch. So, schauen wir mal, ob wir das schaffen. Perfekt. Die Ukraine brauche ich ja erst, wenn wir in Koronia sind, wenn man es genau nimmt. Na super. So. Was?
Alter, manchmal spinnt die Steuerung von Handys so dumm. Da will man nur normal spielen und die Steuerung tut so immer dumm spinnen. Ja, renn schon, Hirst! Bam, Alter. Ja, geh weiter. Was ist das? Wie soll ich denn das machen? Schau, der rennt schon bevor der geht. Ja, hab ich Glück gehabt. Jetzt haben wir Pixel Zelda. Also Link PNG Zelda. Ich hab so bescheuert. Ein bisschen bewegen, nicht die ganze Zeit sitzen. Ups. Thank you.
Klopft was? Ja, ich hoffe, das geht euch aus. Ich hoffe nicht, dass ich 2 Stunden für den Scherz brauche. So, jetzt ein bisschen Katzenstreifen nebenbei, vielleicht bringt es mir Glück. Ja, man sieht nicht meine Items da oben, aber das ist egal. Solange man die Zeit sieht, wie lang. Also solange man den Timer sieht. Das ist wichtig, ich weiß ja wo. Was ist. Ich würde gern wissen, was der da klopft. Der baniert vielleicht der Schnitzel. Schussleck, warum auch immer. Verliert immer zu viel Leben. Das sind halt meine eigenen Splits mit dem Weg, den was ich halt gern. Also mit der Route, die was ich nehmen, die was man auch im normalen Spielverlauf nehmen sollte. Das, was mich jetzt da fragt, ist, woher hat die Sally eigentlich die 2. Ocarina? Hat sie das, tut sie die selber schnitzen? Oder wie ist das? Na?
Ist halt der schnellste Weg. Also ist meiner Meinung nach, wenn man sich da zurück teleportiert, dass es der schnellste Weg ist. Weil sonst kommt wieder die doofe Eule und quatscht dann voll, dass man Sarias Lied erlernt hat. Und das ist das, was ich nicht brauche. Ich weiß ja, dass ich es gerade erlernt habe. Also ich will einfach nur eine BP aufstellen. Den Weltrekord, der was da gibt, ist mir ein bisschen zu schwer, würde ich sagen. Ja, ist halt blöd, dass ich nicht so viel rede, aber ich schaue, dass ich mich konzentriere. Bei denen. Ja, red schneller. Ich hoffe, da passieren einfach keine dummen Sachen. Und ja, das hoffe ich.
Ah, ich wollte Rubine haben. Weil ich die später brauch. Oh, kein Herz. Da spawnen noch 5 Rubine. Irgendwo her. Geh schleicht dich. Passt, hab ich die Rubine 18. Na geh auf du. Thank you.
Erst. Ah, jetzt passieren viele Fehler. Erst, das geht auch. So, und jetzt bitte aufs erste Mal schaffen. Yay. Erste Mal oder so. Ja, dann halt auf das zweite Mal, ist auch vollkommen in Ordnung. Kann ein bisschen eigentlich, naja, egal. Erst! Nun weiß ich nicht, was passiert. Bin ich einfach runterfall. Durch die nice Dicer-Steuerung. Na super.
der Fledermaus. Gar nicht wissen, ober mir irgendwo. Kannst mal gestohlen bleiben. Fledermaus. Ja, wurscht. Mag die Fledermäuse da überhaupt nicht. Ja, das war super. Wow. Muss mein Handy anstecken. So, jetzt heißt es ja normalerweise im Spiel, hol die Magie, weil mit Magie kommst du weiter. Aber wir holen jetzt nicht die Magie, weil das ist wurscht sozusagen für den Speedrun da. Ich kann gerade nicht. Ist ja wahrscheinlich kaputt. Bin nicht da.
Also ich bin schon da, aber ich kann jetzt nicht drauf machen. Ich hab keine Ahnung, wer das ist. Auf einmal Leute, das ist was mich ergreifen. Das hat mich wirklich ergreifen. So. Sind wir gleich bei einer Stunde. Jetzt ist es nicht mehr so lang, der Speedrun. Jetzt ist es nur noch Barinade. Und die Ocarina der Zeit, dann ist eh schon vorbei. Wow. Also ich glaube zwar nicht, dass ich einen Weltrekord aufstellen könnte. So müsste ich mehr als den anderen Runden machen. Thank you.
Nur noch 4 Splits oder so. Ah, das ist die schrecklichste Szene. Kira! Vielleicht haben auch die Herzcontainer zu viel Zeit weggenommen. Man weiß es nicht. Also es wird auf jeden Fall irgendwas mit 1 Stunde 15, sage ich jetzt einmal. Da kommt dann noch die eine Cutscene, wo die Zelda wegrennt und das die Ocarina der Zeit wegwirft. Die Cutscene kommt ja auch noch. Der Dungeon finde ich persönlich ist der einfachste von den drei Kinder-Dungeon. Gibt keinen einfachen, finde ich. Thank you.
Ja, okay, vielleicht auch nicht eine Stunde 15, weil das ist einfach. Weil es der erste Speedrun ist, kann halt nicht perfekt sein. Vielleicht hätte ich noch irgendein Dings dazu nehmen sollen. Ja. Kann man das nicht irgendwie machen, dass man Navi ausschalten kann oder so? Was ist hier denn an? Das gibt's ja nicht. Waren sie schon alle? Ja. Schieß! Nicht auf den da!
dreht mal die Kamera um 180 Grad da im Kreis. So, durch zusammenschneiden, dass man auch ja sieht, dass man, dass es kein Fake ist und so. Braucht so lange für das Ganze. Da weiß ich nicht einmal, was ich so richtig falsch gemacht habe. Ja, ich weiß, wenn man rückwärts läuft, ist man schneller. Wenn man irgendwie anders läuft, ist man auch noch schneller. Genau. Mal gegen beides ankommen und so. Na, weh. Aber dafür machen wir jetzt schnell Barrenade. Hallo? Ist das hier nicht mehr an? Was ist denn da? Hallo? So. Jetzt weiß ich warum. Du musst mal sagen, wirklich. Geschlechtig. Yeah.
Hey, was ist denn jetzt los? So kurz vor Schluss, ne? Jetzt kommen hier die Scheißwüchse. Ich pack das überhaupt nicht. Hey, ich bin der schlechteste Speedrunner auf diesem Planeten. Auch wenn es egal ist, das Herz, aber naja. Vielleicht schaffe ich das ja dann beim nächsten Speedrun besser als bei denen jetzt. Das macht mich fertig. So, dann bin ich jetzt auch schon 25. Ach. Bagheera, gib am Frieden da vorne. Ja genau. Erste Katze macht mich gerade fertig. So, das ist der letzte Split, dann war es das mit dem Speedrun für heute.
So, da ist gleich vorbei. Gut, das war's mit dem Speedrun. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis bald und ciao.